Ja, hallo und guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend. Egal um welche Zeit ihr auch jetzt dabei seid. Wenn ich euch gerne etwas über die Seele erzähle, respektive über die Seele, was passiert mit der Seele nach dem Tod. Immer wieder werde ich gefragt, geht es meinem verstorbenen Vater gut? Was will mir die verstorbene Großmutter noch sagen oder was auch immer. Überdies werde ich euch da in diesem YouTube-Film etwas erzählen. Mein Name ist Christian Frautschi, Professor des Lebens. Schön, dass du dabei bist. Viel Spaß beim Zuhören. Also, was passiert mit unserer Seele nach dem Tod? Die einen sagen, die katholische Kirche zum Beispiel sagt, wenn du da noch vieles nicht gut gemacht hast in deinem Leben, nicht gehorcht hast, nicht so gelebt hast, wie du es solltest, kommst du natürlich ins Fegefeuer. Ja, gut, die einen sagen dann, okay, ich denke im Fegefeuer, in der Hölle sind die besseren Leute. Dort geht es ein bisschen lustiger zu und her. Und die anderen sagen, nein, ich will natürlich zu Gott. Ich habe so brav gedient und war immer schön brav und seriös. Ich habe das verdient. Okay, und dann gibt es die anderen, die sagen, aber ich will zu Gott und will mit ihm ein Feierabendbier trinken. Also, das ist alles möglich. Gut, viele denken, wenn man gestorben ist, egal wie, dann leidet man. Dann muss man eine bestimmte Zeit in so eine Zwischenwelt, so wie man sich das vorstellen kann von einer normalen, schönen Wohnung ins Altersheim und dann nach oben. Und dort wartet dann irgendwie so eine Besenkammer, ein Putzinstitut, dass du alles reinigen kannst, was du in deinem Leben verbrochen hast oder was auch immer. Und vielleicht, wenn du das gut machst und verzeihst und was auch immer, dann kommst du einen Schritt weiter und du kannst aufsteigen ins Licht oder wo auch immer. Gut, es gibt viele Theorien, es gibt viele Meinungen diesbezüglich. Ich kann nur meine Erfahrungen erzählen, ich kann nur das erzählen, was ich in den letzten Jahrzehnten erlebt habe, mitbekommen habe. Sei es in der Praxis mit meinen Klienten, die irgendwann gestorben sind, sei es in meinem Leben, wo ich das Ganze eben auch schon mehr als einmal erlebt habe und eigentlich da ein bisschen gewandt bin, was da nach dem Tod geschieht. Ja, viele Leute würden dann sagen, ich habe ein Nahtoderlebnis gehabt. Ich habe das und das erlebt und das hat mich verändert und was auch immer. Okay, jedem das seine. Bei mir gehört es scheinbar zu meinem Weg, dass ich überhaupt da bin, wo ich heute bin. Was es genau war, wusste ich zu dieser Zeit ja nicht und was da geschah, schon gar nicht.
Also, wenn die Seele, wenn der Mensch stirbt, dann ist es so, wie man ja sicher alle wissen, dass die Seele den Körper verlässt. Wenn der Mensch körperlich gestorben ist, heißt das noch lange nicht, dass die Seele sich bereits auf den Weg gemacht hat. Die Seele hat sich vielleicht vorher schon auf den Weg gemacht, als dieser Mensch noch lebte. Es gibt viele Momente, wo sich eine Seele dann noch ein kurzes Durchatmen gibt in diesem Körper. Ich habe das zum Beispiel erlebt mit meinem Vater. Ich saß neben ihm, ich wusste, er will jetzt dann gehen. Er hat sich eigentlich schon verabschiedet, hat die Augen geschlossen. Bumm, war er wieder da. Es war ihm in den Sinn gekommen, dass die Enkelkinder noch zu Besuch kommen. Okay, das wollte halt er in diesem irdischen Körper zusammen mit der Seele noch erleben und mit auf seinen Weg nehmen. Diese Situation habe ich 2-3 Mal erlebt mit ihm und bis schlussendlich dann wirklich gegangen ist. Jetzt, wenn man stirbt, sei es ein Unfall, der mag so brutal sein, egal, man spürt mit seinem Körper in diesem Moment nichts mehr. Ich hatte einen Unfall mit dem Motorrad mit 23. Ich bin mit 80 Stundenkilometer in einen LKW gefahren, der auf meiner Seite kam und ich hatte absolut keinen Platz mehr zum Ausweichen. Also ich wusste, du, jetzt ist fertig. Okay, dann war ein Schnitt. Ich habe noch mitbekommen, wie ich in diesen LKW geflogen bin, der Seite entlang, habe die Zwillingsräder vom Lastwagen vor mir gesehen. Und dann, ich hatte keine Schmerzen, absolut nichts. Ich habe nichts gespürt zu diesem Zeitpunkt. Und dann kam wie so eine Hand, hat mich weggestoßen. Und ich bin anschließend 100 Meter vom Unfallort durch die Luft geflogen, oben auf dem wunderschönen Hirzel, fast unten in Silbruck. Ich war am Schluss von diesem Flug 100 oder 150 Meter sogar, ich weiß es nicht mehr genau, entfernt von der Unfallstelle. In dieser Zeit, wo ich geflogen bin, in der Luft gewesen bin, das muss, ich weiß nicht, man könnte es nachrechnen, wie lange es gewesen ist, ist egal. In dieser Zeit ist mir mein ganzes Leben, aber du kannst wirklich glauben, mein ganzes Leben mit allem drumherum durch den Kopf gegangen. Ich war irgendwo da oben, ich habe hinuntergeschaut auf das Leben und ich habe mich in diesen 23 Jahren, wo ich damals war, in diesen 21 Jahren sämtliche Punkte von der Kindheit zum Schüler, zum Lehrling, zum Automechaniker. Das alles, das ganze Leben habe ich gesehen, wie ein Rückblick von den letzten 21
Jahren. Am Schluss, als ich das gesehen habe, habe ich mich oder meine Seele sich entschieden, das kann es nicht gewesen sein. Und ich habe mir ganz klar gesagt, wenn ich jetzt da unten dann ankomme, ich wusste, dass ich da unten irgendwo ankommen werde, wenn ich da unten ankomme, stehe ich auf und stehe voll und ganz in mein Leben. Ich bin nach diesem Flug aufgestanden, bin den ganzen Weg, dass ich geflogen bin, den steilen Hang hinaufgelaufen bis zum Unfallort und bin dann dort zusammengebrochen. Und dann war auch mein Bewusstsein wieder da. Eigentlich konnte ich gar nicht mehr gehen, durch die sehr schlimmen und starken Verletzungen, die ich hatte, aber scheinbar doch. Man kann ja auch nicht fliegen, okay, kann man auch nicht gehen, aber alles ist gegangen. Ich hatte zu diesem Zeitpunkt, wie gesagt, absolut keine Schmerzen. Die Schmerzen kamen erst zu diesem Zeitpunkt, als ich wieder oben neben dem LKW auf der Unfallstelle auf dem Gehsteig saß. Zufällig war natürlich ein Arzt, das Folgeauto, hinter mir, hat erste Hilfe geleistet, bis der Krankenwagen kam und dann durfte ich zum dritten Mal hintereinander in das Spital Horgen gehen und mir es dort etwas gut gehen lassen. Der Unfallort war Luftlinie 700-800 Meter von meinem Elternhaus entfernt. Gut, also das, wenn eine Seele aufsteigt, ist das, was ich in dem Sinne erlebt habe. Man geht nochmals das ganze Leben durch. Das ist in einer solchen Geschwindigkeit, respektiv, es ist zeitlos. Das ganze Leben, sagt man ja, oder viele sagen, es ist alles zur gleichen Zeit. Ja, das Leben selbst ist nicht alles zur gleichen Zeit. Das stimmt nicht. Wir haben hier das irdische Leben mit einer irdischen Zeit und Zeitmessung. Aber wenn wir auf der Seelenebene sind, wenn wir im Universum, im Himmel sind oder wo auch immer, gibt es in dem Sinne keine Zeit. Die Zeit wird wie angehalten oder eben es ist dann wirklich alles zur gleichen Zeit. Wie willst du sonst dein ganzes Leben innerhalb von 100 oder 150 Meter Freiflug erleben und sehen? Wirklich bewusst, ich habe das ganz klar und bewusst jede einzelne Lebenssituation gesehen. Das kann nur, wenn der liebe Gott auf seiner Uhr Stopp drückt, Replay und das Ganze nochmal spielen lässt, innerhalb von keiner Zeit. Also, dies wird geschehen nach dem Tod. Jetzt sagen die einen auch, muss ich dann büßen, wenn ich gestorben bin? Muss ich büßen, wenn ich kein guter Mensch war? Muss ich büßen, weil ich irgendwie mal etwas Böses getan habe im Sinne von anderen oder wem auch immer?
Muss ich jetzt für das büßen? Nein. Wenn ich aufsteige, wenn die Seele aufsteigt, dann gibt es keine, wie sagt man, keine Berechtigung mehr, sich irgendwie über etwas zu ärgern oder sich etwas gut machen zu müssen, sondern wenn wir aufgestiegen sind, dann ist alles, wirklich alles, was diesen Körper, von dem wir aufgestiegen sind, erlebt haben, gemacht haben oder was auch immer, ist aufgelöst. Es gibt kein Verbüßen. Es gibt auch kein Fegefeuer. Auch wenn das die einen Religionen so predigen, um ihre Leute zum Beichten zu bringen, für einen Ablass motivieren dazu und irgendwie Abhängigkeit erzeugen wollen durch das. Aber wie gesagt, es ist alles schlussendlich aufgebraucht. Das heißt, es ist alles aufgelöst. Nichts ist mehr da in dem Sinne, was wir eben nicht Gutes gemacht haben. Viele sagen auch, je mehr Karma Sachen, die in der Seele gespeichert sind, ich noch habe, desto schwieriger ist es, wiedergeboren zu werden, desto schwieriger ist es eben bis zum Bier mit dem lieben Gott zu kommen oder was auch immer. Nein, all das spielt schlussendlich keine Rolle. Ich habe viele Dinge erlebt in meinem Leben schon. Ich meine, ich bin mehr als 6 Jahrzehnte auf dieser Erdkugel, in diesem Körper. Und ich habe oft in den letzten 20 Jahren, wo ich meine Tätigkeit mache, die ich heute mache, habe ich sehr oft gefragt, lieber Gott, mache ich was falsch? Er hat immer gelacht und gesagt, nein, wir machen im Leben nie etwas falsch. Wir machen im Leben zu diesem Zeitpunkt, wo wir etwas tun, machen wir es richtig. Es kann sein, dass das irgendjemandem in unserem Umfeld nicht gut tut oder diesen Personen nicht gefällt. Ja, das kann sein, aber die Personen sind schlussendlich für sich selbst verantwortlich. Also, es wird alles aufgelöst. Doch es wird alles aufgelöst und es wird nicht mehr gewertet. Es gibt keine Wertung im Universum, in der Hölle oder im Himmel, egal. Es gibt keine Wertung mehr. Und das Allerwichtigste, das, was mich sehr viele Menschen, viele Klienten, die eine nahestehende Person verloren haben, fragen, geht es meinem Vater, geht es meiner Mutter, meiner Großmutter oder was auch immer, geht es den Verstorbenen gut? Auf diese Frage gibt es ganz klar eine Antwort. Eine einzige Antwort. Ja. Jede Seele, die aufgestiegen ist, der geht es gut. Diese Seele sind im Licht.
Auch wenn es manchmal eine Verzögerung gibt von diesem Moment an, wo man gestorben ist, bis man effektiv ganz vollkommen im Licht ist. Das ist so, das kann sein. Das kann auch sein, dass sie irgendwo noch umherschwirren oder irgendwie bei jemandem noch sehr präsent sind, als Unterstützung, als Hilfe oder was auch immer. Oder die Person, die jemand verloren hat, den Verstorbenen nicht loslassen kann. Aber sobald das dann die Einsicht kommt, die effektiv die Tatsache, dass dieser Mensch, diese Seele gestorben ist, kann sich dann diese Person von der Seele besser trennen und lösen. Und diese Seele kann schlussendlich endgültig aufsteigen. Ich habe schon erlebt, dass ich halt Personen, Seelen, respektive Seelen helfen durfte oder helfen musste in meiner Arbeit, dass sie vollkommen aufsteigen dürfen. Ich habe das erlebt, es gab da mal vor x Jahren den Tsunami, wo Hunderttausende von Menschen gestorben sind. Ich kam 10 Jahre nach diesem Ereignis in Khao Lak in die Ferien und ich wusste, irgendetwas stimmt da nicht. Ich war sehr bedrückt und sehr, sehr zugeschnürt. Und dann habe ich festgestellt, dass ganz viele Seelen da sind, die noch nicht vollends aufgestiegen sind, weil ihre Verwandten sich noch nicht abfinden konnten und auch diese Personen wie nicht vergessen wollten, dass sie halt damals zu diesem Zeitpunkt ums Leben gekommen sind. Ich durfte dann Jahre später nach diesem Ereignis dort diesen Seelen eine Hilfe sein, dass sie schlussendlich vollkommen ins Licht gehen dürfen. Ja, das gibt es alles. Das ist ein Teil von meiner Arbeit. Ist schwierig zum Erklären, es ist schwierig zum Verstehen. Ist egal, es gibt es. Also, schlussendlich den Verstorbenen geht es immer gut. Wenn jemand, eine Tochter, ein Sohn, ein Enkel oder was auch immer, ein sehr gutes Verhältnis hatte mit dieser verstorbenen Person, dann ist diese Seele omnipräsent, die ist da und hilft dieser Person in ihrem Leben, halt als Engel oder wie man dann auch immer sagen will, als Geistwesen weiter und nimmt diese Person an die Hand. Man hat ja schon gehört, dass zum Beispiel meine Mutter hat mal gesagt, weißt du, ich kann es ja dir erzählen, aber ich glaube, sonst glaubt mir das niemand. Wenn ich am Abend vor dem Fernseher sitze, spüre ich, dass mein Mann noch da ist. Ich spüre, ich rieche seinen Röstlistumpen und ich rieche ihn als Person. Da habe ich gesagt, ja, ist völlig normal. Er ist da und er wird dich auch noch ein bisschen begleiten. So ist es. Also, wie gesagt, das Wichtigste,
Die Seelen, die gegangen sind, haben keine Schmerzen mehr, auch wenn sie noch so krank waren, auch wenn sie noch so einen schweren Unfall oder was auch immer hatten. Das ist alles ausgelöst. Ausgelöscht, fertig, aus. Das gehört zu diesem Körper, der auf der Erde zurückgeblieben ist und der Erde oder dem Feuer schlussendlich übergeben wird. Also, ich hoffe, ich konnte jetzt euch da ein bisschen Klarheit schaffen und ich werde in einem der nächsten Videos noch sprechen, was unser Seelenplan ist. Also, ich danke fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für die Zeit, die du dir da genommen hast. Viel Spaß im Leben. Bis zum nächsten Mal. Ein schönes Tagli.